es geht gar nicht um Politik und um gesellschaftskulturellen Schnickschnack bei Musik. Es geht darum, dass die Jungs die Mädchen knutschen wollen. Und das geht nur, indem sie interessant sind. Also erfinden Jungs coole Musikstile, damit die Mädchen sie cool finden. Das ist jedenfalls, das war einer der Gründe, warum ich Hip-Hop-Musik gemocht habe. Weil es eine Musik war, die kein anderer sonst gut kannte. Und alle so, hey, was hast denn du? Und dann der Spruch, kennst du eh nicht, ist ja total gerne, wird ja gerne bedient von Musikfans. Graffiti White Style, der Spielfilm über den New Yorker Sprayer Zorro, erschließt für viele deutsche Kids zum ersten Mal Hip-Hop in seiner gesamten Dimension als Kultur. Mit Rap, DJing, Breakdance und Graffiti. So ernst es ist, so einfach ist es auch. Es geht ums Battle, den Wettstreit, darum, der Bessere zu sein, sich Anerkennung zu verschaffen. Da ging es darum, wie man von sich behauptet, auf möglichst clevere, sogar humorvolle Art und Weise behauptet, warum man jetzt selbst der Tollste ist, um Reaktionen von dem Crowd zu haben. Und das war eine reine Animationsgeschichte, ein Party-Ding, wo dann jemand zum DJ zusätzlich noch das Mic ergriffen hat und das mehr oder weniger kommentiert hat und sich dargestellt. Als Hip-Hop-Aktivist will man eigentlich aktiv sein, ob es jetzt beim Graffiti-Malen, Sprühen ist oder beim Tanzen. Man will sich weiterentwickeln und will eigentlich nach oben kommen. Ist natürlich auch fast wie unsere normale Gesellschaft, dass man nach oben kommen will, nur die Mittel sind anders. Weil Geld damals keine Rolle gespielt hat oder weiß ich nicht, andere Begebenheiten, die man hat. Es war einfach irgendwie so, dass du nichts mitbringen musstest und konntest aus nichts was machen. Also das war natürlich lange bevor es wirklich Ausdrucksform war, war es Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen und Spielerei halt. Ich habe in keinem Rap irgendwas anderes gesagt als: Mein Name ist Moses P., ich bin der Beste und ich kaufe mir jetzt eine Goldkette und ich habe Filas an. Zwei Plattenspieler und ein Mikrofon. Auf diese einfache wie kostengünstige Formel reduziert sich die musikalische Säule des Hip-Hop. Um Anerkennung in deiner Gruppe zu erhalten, zählen deine Skills, deine Fähigkeiten. Vor allem Breakdance lässt Hip-Hop um 1984 herum massiv nach Deutschland schwappen. Für viele eine vorübergehende Mode, ein weiterer cooler Trend, für andere viel, viel mehr. Ich habe natürlich damals auch gesprüht, gebreakt, gemacht, getan. Alles natürlich mit sehr mäßigem Erfolg. Du konntest es überall machen, du konntest in der Schule trainieren, irgendwie in den Pausen. Und dieser Freestyle-Gedanke, der spielt da auf jeden Fall halt mit rein, dass du halt nicht festgeschrieben bist, sondern halt einfach guckst, was kriegst du so mit, was könntest du jetzt in deine Übung reinbringen. Also ich habe am Anfang macht man natürlich, man dreht sich auf dem Rücken, holt Schwung mit den Beinen, zieht die zusammen, dreht sich dann 4 Runden oder so. Wenn man das gut übt und einen richtigen Boden hat, werden es auf einmal 12. Dann haben wir an meinem Geburtstag mal so einen Wettbewerb gemacht, dann waren das auf einmal 20. Aber irgendwann ist das dann nicht mehr genug und dann versucht man halt, was Schwieriges reinzubringen. Meine Paradeübungen waren halt irgendwie so Turtle auf 2 Händen laufen und dann auch der Jump Turtle, der gesprungene. Nur ich habe irgendwie die Hand verstaucht gehabt so. Und eigentlich konnte ich das nicht richtig machen und habe dann aber versucht, zum Beispiel irgendwie das mit einer Hand zu machen, also ohne mich abzustützen. Und es hat funktioniert und auf einmal war ich so der Erste gewesen, der halt quasi irgendwie den einarmigen Jump Turtle gemacht hat. In Jugendzentren und auf Hip-Hop-Jams überlebt der Hip-Hop. Eine eigene, abgeschottete, kleine Szene bildet sich heraus, jenseits von Hitparade und Versandhauskatalog. Hier leben die Säulen des Hip-Hop. Breakdancer, Sprayer, DJs, Rapper. Hip-Hop repräsentiert Lebensgefühl, eine Haltung, bietet Heimat. Die kleine Wohnung war mir recht, denn kein Vater brüllte mehr.
vermisst ich das Meer. Mich an die Stadt zu gewöhnen, fiel mir schwer. Die Buchsen schlabbern irgendwo rum, die Schuhe sind offen und die Rucksäcke sind geschultert und die Deckel auf dem Kopf und dann geht's los. Ich wäre heute nicht, wie ich bin, wäre es nicht. Die Gems sind Treffen Gleichgesinnter, die sportliche Aspekte mit einer ganz eigenen Leichtigkeit des Seins verbinden. Um dich zu verwirklichen, brauchst du nicht viel mehr als deinen Körper und einen glatten Boden. Das war eigentlich mehr so ein Familientreffen. Also die Leute, die man so kennengelernt hatte, kamen halt vorbei. Da waren wirklich eben wir alle. Da waren die Münchner, da waren Berliner, Lüdenscheider, die kamen von überall her. Und da gab es eigentlich noch nicht so diesen Battle-Gedanken. Also es war eigentlich mehr so Fun haben. Prossi ist so eigentlich Family, wo man halt irgendwie Innovation bekommt und irgendwie Rückhalt und sich auch irgendwie inspirieren lässt. Eine Spur hinterlassen im Betonwald. Ein ewiger Drang der Jugendlichen, die im Dickicht der Städte aufwachsen. Zwischen strafbarer Schmiererei und verachteter Kunst leben die Graffiti dort, wo jeder sie sieht, aber nur Eingeweihte sie wirklich verstehen. Ein Teil der Geheimwissenschaft Hip-Hop. Ich meine, wir sind Kinder des Asphaltdschungels. Da müsst ihr mit rechnen, dass wir die Wände anmalen. Es ging eigentlich darum, seinen Namen präsent zu machen. Und es hat sich bei mir auch eigentlich eher auf öffentlichen Bahnstrecken bestätigt. Ein sehr liebevolles Verhältnis, weil die Bundesbahn uns quasi damals die Flächen zur Verfügung gestellt hat, ohne dass sie es wusste. Rund 100.000 Sprayer gibt es in Deutschland. Die Verkehrsbetriebe geben jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge aus, um Graffitis zu beseitigen. Die Polizei setzt Sonderkommissionen ein. Sprayern drohen hohe Geldbußen, sogar Haftstrafen. Die künstlerische Komponente einer kompletten Jugendkultur fällt dabei meist unter den Tisch. Ein Generationskonflikt. Also hauptsächlich geht es halt um eine Linienführung, eine interessante. Es geht um Elemente, die auch Sinn machen. Und es geht halt auch um eine Farbgebung. Man kann erkennen, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass er aus Dortmund kommt. Das hier ist die The Real Deal. Die Crew ist die You Can't Keep It Back. Und die sind halt aus Dortmund. Eine schnelle Arbeit und für die Schnelligkeit doch relativ exakt. Das ist natürlich auch wieder das Problem, dass der Zug vorher feucht war, dass dadurch natürlich solche Macken alles, dass die Farbe dann runterläuft, die nicht richtig annimmt. Hip-Hop braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop. Ja. Hier kommt die Band, die bald so bekannt ist wie ich auf dem Kiez. Hier kommt die Band, die bald so bekannt ist wie Neger Kalle auf dem Kiez. Aus Hamburg und Stuttgart kommen die meisten Bands, die in den Jahren 98 und 99 scheinbar aus dem Nichts in die oberen Chartregionen preschen. Hip-Hop einer neuen Generation, die keinen Grund mehr hat, in ihren Reimen Multikulti zu predigen. Für die deutsche Hip-Hop-Szene ist die multikulturelle Gesellschaft längst Realität und selbstverständlich. Da kommen Künstler, die sagen, ich lebe hier, ich bin hier groß geworden, Schlager ja. Popmusik hat eine internationale Syntax und die beugt mir jetzt national zusammen. Und dabei habe ich keine Hemmung, warum auch. Und dann kommt auf einmal deutscher Hip-Hop raus. Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt. Weg von diesen Dogmen, die früher aufgestellt worden sind, und sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren und halt eine eigene Rap-Welt schaffen. Und ich